Na gut, ich werde es trotzdem probieren. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Ah, ich wollte ihn gerade noch schlagen. Jetzt hat er uns erwischt. Das Problem ist, dass der uns immer erwischt. Wir könnten höchstens den anderen mit Gift beschießen. So, hier müssen wir, glaube ich, dann lang, ne? Hier runter. Das müsste eigentlich gehen. Dann da hinten weiter. Ah, das ist die Schnecke. Da ist noch eine Schnecke. Nein! Mach doch die Schnecke kaputt. Schneckerich. Und dann gehe ich jetzt einfach mal dahinter und ignoriere die Schnecke. So, hier war ja kein Feind. Hier war das Loch. Gibt es denn sonst noch irgendwas Interessantes? Nein. Okay, dann einfach nur durch das Loch. Da gibt es wieder das Höhlenmoos. Wir könnten sie versuchen mit unseren Feuerdingern zu beschießen, zu beschmeißen. Vielleicht hilft das was. Das könnten wir probieren, ja. Wie viel haben wir denn da? Warte mal, wie sehe ich das nochmal, wenn ich hier gedrückt halte? Ne? Fünf Feuertöpfe im Moment. Da gibt es doch noch, da kann man doch noch ein bisschen, das kann man doch noch verbessern. Das können wir doch noch verbessern. So, Objektherstellung, Feuertöpfe. Vier Stück können wir herstellen. Pilz haben wir genug und Schmetterling haben wir auch genug. Ja, das passt. So, dann unseren Trank trinken. Den auch. Dann den Ritter. Ne, die Goblins wollte ich, ne? Halbmenschenasche. Die Latena ist, glaube ich, nicht so gut. Ich mache mal die Halbmenschen. Ich probiere es einfach mal. Wo sind unsere. So, und da wollte ich die beschmeißen. Ja, das ist gar nicht schlecht. Wo sind unsere. Oh, Runen! Ich wollte gerade zu den Runen. Nein! Ah. Verdammt, lass mich doch in Ruhe. Ja, also die Halbmenschen sind schon mal nicht gut. Da war der Ritter doch wesentlich besser. Lass mich doch los, ich wollte erstmal zu den Runen. Schnell die Runen, schnell, schnell, schnell. Da waren die Halbmenschen. Also das Problem ist, dass es halt zwei Feinde sind. Die uns auch einfach überfahren können. Haben wir keine Töpfe mehr? Doch. Jo. Ganz komisch, sind sie mal tot. Ja, wenn wir jetzt nicht die Runen holen wollten, dann könnten wir es auch einfach erstmal sein lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es schaffen können. Ich habe das Gefühl, dass wir es schaffen können. Und wir müssen gar nicht gegen die kämpfen, merke ich gerade. Wir müssen einfach nur hier durch. Genau, müssen auch nicht gegen die Schnecken kämpfen. Können uns einfach hier, können einfach hier durchlaufen. Und das ist auch gar nicht so weit. Wir kriegen jedes Mal diese komischen. Hier, die hier. Also, die Halbmenschen sind zu schwach. Ich kann den Zauberer nochmal probieren. Ja, probieren einfach mal den Zauberer aus. Wir probieren mal den Zauberer aus. Unseren Trank. Der Zauberer. Da ist er.
von hinten. Versuchen einfach bei. Nein! Ah! Würde ich einfach versuchen, in den Rücken zu kommen. Wo ist der Zauberer? Der Zauberer ist jetzt tot. Na gut. Also, Rad und Schwungsichel. Ja, wenn wir jetzt noch einmal getroffen werden, sind wir tot. Wenn sie sich gegenseitig vielleicht treffen? Ich glaube nicht, ne? Na, die sind echt ein bisschen. 8300 Runen einfach liegen lassen. Und schon wieder. Ja, dadurch, dass es halt zwei sind. Wir probieren es jetzt noch einmal mit dem Ritter. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann lasse ich es jetzt erstmal. Und dann gehen wir weiter im. Weiter in der Akademie. Wir können ja jederzeit hierhin zurück, zu dem Ort der Gnade. Ist wie gesagt auch eine gute Stelle, um zu farmen, Runen zu farmen. Oder zumindest gar keine so schlechte Stelle. Ist jetzt keine optimale Stelle, weil so viele Punkte geben die jetzt auch nicht, die Typen da. Hier kann man auf jeden Fall das hier farmen. Dieses sprießende Höhlenmoos. Das ist hier wirklich sehr gut. Gut. So, letzter Versuch. Vorher noch mal ein paar Töpfe sich besorgen, weil die waren gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es noch andere Töpfe, die noch besser sind. Also, es wäre der Feuertopf, da hätten wir den Öltopf. Auf Gegner werfen, trinkt Gegner in Öl. Stinktopf. Gifttopf. Ja, ich glaube, Magietopf, ja. Schimmerstein-Glühwürmchen haben wir ja einige gefunden. Aber ich glaube, wir bleiben mal hier beim Feuertopf. So, dann. Den hier. Dann wieder den Ritter. Der Ritter ist bis jetzt einfach der Beste. Und gleich weg. Und zum Runen. Kann halt hier auch nicht aus dem Kampf wieder raus, das ist das Problem. Ist hier weg. Wo ist er? Da. Der andere. Au. Nein, der zieht uns auch noch her. Ah, wir kommen nicht weg. Ah, ich wollte gerade noch ausweichen. Nein, verdammt, wir sind tot. Ja, wir waren gar nicht schlecht. Schaut mal, Entführer in Ruhm Verrat. Das ist, glaube ich, da, wo der Ritter gegen kämpft. Das wäre. Doch, das geht. Schaut mal. Das geht. Der Ritter ist echt gut gegen die. Ich weiß nicht warum, weil er wahrscheinlich nicht geschnappt werden kann. Irgendwie aus irgendeinem Grund. Wir müssen das nochmal mit diesem Ritter probieren. Das wäre doch jetzt gelacht. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Einmal noch mit dem Ritter kommen. Der Ritter ist echt gut. Wir müssen nur versuchen, nicht gefressen zu werden von diesem komischen Ding. Also da irgendwie wegzubleiben, wegzugehen. Aber der Ritter ist echt gut. Wir müssten es mehr schaffen, dass die sich mehr auf den Ritter konzentrieren.
und nicht so sehr auf uns. Also. Zack. Ritter. Den Ritter nochmal auch upgraden wäre natürlich auch super. Ah, super, danke schön. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, tot. Ja, das war nix. So, da wir jetzt unsere Runen eh verloren haben, können wir auch jetzt gehen. Ja, jetzt gehe ich. Jetzt haben wir unsere Runen eh verloren, weil ich es nicht geschafft habe, sie zu besorgen. Bisschen steiger noch. Paar Stufen. Dann könnten wir es schaffen. Wir können es wahrscheinlich auch jetzt schon schaffen, aber da müsste ich es so, müsste ich es 30 Mal machen. Und da habe ich einfach keine Lust, euch das anzutun. So, Haupttor, Kirche, Schulklassenraum, Südtor. Da müssen wir wahrscheinlich Schulklassenraum nehmen, ne? Das müsste wahrscheinlich sein. Genau. Und hier runter, sollen wir uns nochmal probieren, da runter und gegen dieses Ding da kämpfen? Ich glaube, das mache ich jetzt auch nicht. Das machen wir auch irgendwann mal anders. Wir gehen jetzt hier weiter. Oh, hier sind immer noch Runen. Nein, das sind aber null. Das sind null Runen. Wir gehen jetzt hier erstmal hier weiter. Oh, da kommt schon einer angelaufen. Ach du meine Güte. Da hinten steht einer. Ah, Leichenblendern. Schimmersteinschwert. Ja, das sah mächtig aus. Tatsächlich. Da sollen wir angelockt werden. Ja, ich gehe jetzt erstmal nach da oben. Versucht, in den in den Rücken zu kommen. Damit der andere natürlich sofort angreifen. So, super. Da ist noch einer. Noch einer. Und noch einer, okay. Da hinten steht noch einer. Können wir den irgendwie anlocken? Den einzelnen? Nee. Das geht so nicht. Ich verschwinde jetzt hier erstmal. Gehen wir doch erstmal nach da. Ja, verfolgt. Ist niemand. Okay. Hausschriftrolle. Das hört sich doch interessant an. Und hier ist eine Truhe. Handbuch des Schimmersteinmetzes. Sehr schön. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Ups, falsche Taste. Hier, nein. Doch. Nee, hier. Da, da, da. Handbuch des Schimmersteinmetzes 4, Magietopf mit Kordel. Das war's doch, oder? Müsste eigentlich gewesen sein. Oder war es Zauberknochenbolzen? Könnte es auch sein. Hausbuch, wo ist das Hausbuch? Was ist denn das? Ach, die Klangperle, da ist das Hausbuch. Hausschriftrolle. Ja, neue Zaubereien, nämlich Schimmerstein, Kometensplitter und Sternzauber, bringt uns jetzt nichts. Ja, diese Zauberbücher bringen uns nichts. Hier liegt auch ein Toter. Können wir die Tür hier aufnehmen? Gut, dann werden wir wohl oder übel die anderen da angreifen müssen. Wir können schnell hin, einen angreifen und dann schnell wieder zurück. Sehr fies.
Marco. Scherbe eines lebenden Gefäßes und Rohrfleischklops. Ja, wir können auch mit diesem Zauberding gegen die mal vorgehen, aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ich probiere es aber mal. Doch, es bringt schon viel. Und sie wissen nicht, wo wir sind. Hier sind überall die Fetzen. Wir können es aber probieren, mit diesem Gerät gegen diese Typen da zu kämpfen. Jetzt kommen sie tatsächlich um die Ecke. Schlag sie! Nochmal! Ja, nochmal! Ja. Das war jetzt knapp. Ho, ho! Einer war dann auch da hinten. Das ist die falsche Taste. Hier geht's hoch. Was ist da? Da ist nichts mehr. Okay. Kommt der gleich? Kommt gleich. So. Ah, noch eine Truhe. Sehr schön. Ein Ritualtopf. Wunderbar, dann haben wir einen Ritualtopf mehr. Das ist doch einer dieser Wurftöpfe, oder? Schau ich mal ganz schnell da oben. Es wartet auch schon jemand auf uns. Haben wir einen mehr, oder? Eins von drei. Haben wir jetzt 10? Ne, wir haben immer noch 9. Dafür brauchen wir die Ritualtöpfe hier. Behindert die Heilung. Drängt Gegner in verfluchtem Blut. Ich glaube, den haben wir, oder? In Besitz 1, ja. Dann machen wir von dem hier nochmal einen. Dann haben wir 2. Ja, da ist er. Genau. Ja. Was war das für ein Geräusch? Einfach nur der Bücherstapel, der zusammengefallen ist, Gottes Willen. So, der steht da irgendwie. Nein! Trinken, Ort der Gnade. Ja, die kommen jetzt auch nicht näher, ne? Die kommen jetzt auch nicht näher. Doch, jetzt kommen sie näher. Schnell trinken. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Das war richtig knapp. Nein, das war eine Falle. Der Typ stand da so verführerisch. Jetzt kommen sie runter, verdammt. Aber nicht ganz, oder doch? Stehen sie da. Jetzt kommt er ganz runter. Sehr gut. Schnell, schlag ihn, schlag ihn! Ha! Puh.
jetzt alle? Ich glaube ja. So, gibt es hier noch irgendwas? Da hinten liegt noch was. Krummfingermedizin brauchen wir nicht. Aber war das nicht irgendwie, um Freunde herbeizurufen? Kann das sein, dass jetzt hier bald der Boss ist? Und hier war doch sonst auch irgendwie immer was zu finden. Diesmal aber nicht. Ja, das war eine Falle, genau. Da hinten ist auch nichts. Da müssen wir jetzt hier hoch. Hier sind die Masken von früheren Leitern der Akademie wahrscheinlich, oder? Aha. Hier geht's nicht weiter, oder? Es sollen da, glaube ich, auch keine Türen sein, sondern Bücherregale. Aha, der Boss. Oder zumindest ein Zwischen. Nee, das ist noch nicht der Boss, das ist nur eine Zwischentür. Das ist eine Zwischentür. Ja, ich traue mich einfach, die aufzumachen. Wir nehmen einfach mal hier den Trank. Wir müssen den Ort der Gnade finden, das ist ganz wichtig. Doch, ist der Boss. Also, es ist ein Zwischenboss. Ja, keine Chance. Keine Chance, wir könnten höchstens. Schnell den Ritter. Ja, hier. Schnell und jetzt trinken. Ah, verdammt. Ja, ich war zu überrascht. Roter Wolf von Radagorn, ich war zu überrascht. 2500 Runen macht gar nichts. Jetzt müssen wir halt nur noch diesen Korridor dort entlang. Das ist eher das Problem. Jetzt läuft der da oben, das ist neu. Neu, dass der da läuft. Jetzt muss man jedes Mal diese ganzen Typen da besiegen, das ist ja echt ätzend. So, aber ich mache das wieder von Ferne. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Haben wir. Aber auf Kosten unserer ganzen Magie. Bringt uns ja dann auch nichts. So. Ja, das haben wir vorher eleganter gemacht. Pass mal auf, jetzt probieren wir es hier mal anders. Auch nochmal dasselbe Theater. Ich meine, gut, an denen könnten wir uns vorbeischleichen. Aber dann haben wir keinen Rückzugsort. Das ist halt das Problem. Oh Gott, ja, hört's doch mal auf, Leute. Wir bräuchten einfach so einen Massenzauber, ne? Der mehrere Richtungen geht. Haben wir aber nicht und außerdem sind unsere Zauberkräfte auch begrenzt. Ja. Tja, und schon haben wir keine Zauberkraft mehr. So schnell geht's. Und deswegen gehe ich jetzt auch mal auf das Schwert. Aber eigentlich sind die relativ leicht zu besiegen. Und dieser komische Topf eigentlich auch.